Kinderprojekttag in den Kreativwerkstätten des LPV. Die Hortgruppe der Gemeinde Hedersleben hat einen besonderen Ausflug geplant. Sie besucht die Übungs- und Schauwerkstatt auf dem Gutshof Wedderstedt. Hier können sich Kinder und Jugendliche mit Handwerkstechniken vertraut machen und vor allem selbst aktiv werden. Also die Kreativwerkstätten laufen im Rahmen von Übungs- und Anschauungswerkstätten, die durch den Grundsicherungsträger, die COBA, finanziert werden. Wir arbeiten mit Teilnehmern in Arbeitsgelegenheiten. Die sind auch die unterstützenden Kräfte in den Kinderprojekten. Für viele unserer Teilnehmer eine ganz besondere Herausforderung, nicht nur die handwerkliche Arbeit, sondern auch das Umsetzen ihrer Arbeit mit den Kindergruppen. Also im Moment werden 2 Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Projektes arbeiten, einmal die Übungs- und Anschauungswerkstatt Wolle und dann die Arbeitsgelegenheit Werkstattnetzwerk, und in diesem Werkstattnetzwerk ist die Papierwerkstatt integriert. Und die beiden Gruppen werden also heute dafür besonders verantwortlich zeichnen. Wenn wir draußen sind, trifft es dann noch eine dritte Arbeitsgelegenheit. Das sind die Biotope. Alles, was im Park und in Gärten stattfindet, liegt in ihrer Verantwortung. Also wenn die Kinder ganz besonders noch mal etwas draußen erleben wollen, ziehen wir dort auch die Teilnehmer mit heran. Die Kinder nehmen als erstes das Außengelände in Besitz. Hier können sie klettern, balancieren und sich ausprobieren. Gleich benachbart zum Park befindet sich ein Garten, der auch einem geübten Gärtnerblick Anerkennung abverlangt. Einige besondere Pflanzen, Bäume und Sträucher sind auch vertreten. Dass sie hier gut gepflegt werden, danken sie unter anderem weit in den Herbst hinein mit zahlreichen Früchten. Außerdem wurden Insektenhotels gebaut und Nistkästen angebracht. Für die Kinder heißt es heute aber vorrangig Arbeit in den Werkstätten. Das Thema ist Herbst. Es bietet sich ja nun wunderbar an. Und wir haben 2 Kreativwerkstätten für heute aufgemacht. Und zwar einerseits die Wollwerkstatt, die mit den Kindern zum Thema Filz, Blätter, die Sinnlichkeit des Filzes erleben kann. Und dann mit der Kaltnadel Filzblätter ausstechen. Und wir werden in die Papierwerkstatt gehen. Und zwar sind die Vorbereitungen dahingehend, dass wir im Park Laub zusammengekehrt haben, gehäckselt haben und dann also ein Papier machen, was bei uns bunter Hund heißt, wo also Buche, Eiche, Ginkgo, alle Blätter so mit drin sind und den Kindern eben die Möglichkeit geben, danach für ihre Hortgruppe noch ein bisschen was draus zu machen. Und dann Kastanien. Wir haben festgestellt bei den letzten Kindergruppen, die wir hier hatten, es wird ganz wenig noch mit Kastanien was gemacht. Die liegen zwar überall, aber sie machen zu wenig. Und wir haben oben eine Gruppe, die wartet auf die Kinder, und wir wollen also Kastanienmännchen und Würmer und was alles Mögliche geht, daraus basteln. Die Gruppe bastelt kleine Figuren aus Kastanien. Alle Produkte ihrer Tätigkeit können die Kinder dann mit nach Hause nehmen. Während die eine Gruppe noch beim Filzen ist, hat die andere noch schnell bunte Blätter gesammelt. Diese werden zerkleinert, mit Wasser verrührt und ab in den Mixer. Das Ganze wird in den Papierbrei eingerührt. Statt Rührstab kommen die Hände zum Einsatz. Mit einem Sieb, auf dem ein Schaf als Wasserzeichen markiert ist, wird dann Papier geschöpft. Das muss dann nur noch getrocknet werden. Schafwolle ist das Ausgangsprodukt. Die Wolle wird gestichelt, um sie zu verfilzen. Handelsübliche Ausstechformen bilden den Rahmen. Die Kinder müssen allerdings aufpassen, dass sie sich im Eifer des Gefechts nicht selber stechen. Was aus der Wolle alles entstehen kann, ist auf den Regalen und an den Wänden zu betrachten. Die Werkstätten stehen allen für außerschulisch interessante Bildungsarbeit offen, und die Teilnehmer der Maßnahmen lernen intensiv die deutsche Sprache, knüpfen Kontakte und gewinnen Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten. Eine Win-Win-Situation.